WTF-Momentum-Fußball, mal gucken, was es hier so für wilde Momente gibt. Den ersten sehe ich schon. Wir sehen ja Thomas Müller und Robert Lewandowski, beide noch im Bayern-Trikot. Das wird absolut darauf abspielen, wie sie dann in der Champions League vor ein paar Tagen gegeneinander angetreten sind und sich dort wieder gesehen haben. Da haben wir schon das Einlaufen, wie sie sich im Spielertunnel alle sehen. Trocken. Das sah ja richtig trocken aus. Das war ja nicht mal richtiges Handgeben, das war ja gar nichts. Das war ja richtig awkward. Bruder, überall mit umarmen, Küsschen links, rechts. Thomas Müller hat ja gar keinen Bock auf ihn. Warum sahst du komisch aus? Was geht bei Simeone hier ab? Boah, der ist immer mit allem dabei, ne? Mit Herz, mit Kopf. Oh mein Gott, Casemiro wird anders eingeschult, krass. Also, Bro, es tut mir ein bisschen leid, ne? Man hat ja gesagt, er zu Liverpool oder Haaland zu Man City. Was wird der krassere Transfer? Junge, diese Debatte ist eigentlich schon durch. Die Debatte ist durch. Wir haben 3 Spieltage eigentlich nur in der Premier League gebraucht, um diese Debatte zu beenden. Also, der Mann muss ein absolut krankes Comeback hinlegen und die nächsten Spiele nur Hattricks machen und am Ende der Saison Torschützenkönig sein, damit ich sage, okay, der kommt vielleicht ein bisschen an Haaland ran. Aber bisher in der Premier League. Tut mir leid, Bruder. Tut mir leid. Ich meine, das ist jetzt auch nicht schwer, dass Haaland den reinmacht, aber er steht richtig und die ganzen Tore, die er bisher macht und so, da waren auch krasse Dinger mit dabei, wie das gegen Dortmund. Und dann hast du auf der anderen Seite Nunes, der sich nicht beherrschen kann und rote Karten holt und sowas. Also, ja, ich hätte lieber Haaland in meinem Team. Sage ich ehrlich. So, was geht hier? Boah, einer hat richtig Hass. Auf Vinicius. Hey, die fühlen ihn gar nicht, aber... Oh. Er heizt sie auf, die Fans. Er heizt sie auf. Was passiert bei Liverpool, Bruder? Er spielt in Neapel, war auch eine Frechheit. Ich hoffe, Vinicius hat gegen die, die ihn gerade so umgetreten haben, war das gar nicht mehr. Das war was, Espanyol oder? Gar nicht drauf geachtet. Aber ich hoffe, der hat gegen die noch getroffen und getanzt. Die haben so Scheiße am Schuh, das ist unfassbar. Einfach Hand. Man denkt Kreisliga, wenn man das sieht. Hä? Ich dachte kurz mit Ei, das wäre auch hart gewesen. Aber so ist auch schon wild. Hä? Das war ehrlich mit Ei, oder was? Hä? Er macht mit Ei Tor. Was ein Typ, Digga. Hä? Legende, Digga. Krank. Vamos! Wie oft sich Fußballer so gegenseitig anschreien und so, ne? Wenn die einen Zweikampf gewinnen oder sonst was. Immer Trash-Talk, immer anschreien. Da muss er mental echt stark sein, ey. Darf er sich nicht provozieren lassen, sonst kack am Dampfen. Wilde Skillmoves. Oh. Bruder, rasiert ihn doch nicht so, Mann. Bruder. Jeder Stürmer hat schon mal eine Chance von dort vergeben. Und jedem Stürmer auf dieser Welt, auch von Robert Lewandowski, findest du einen Clip, wo er aus der Position den verschießt. Aber bei Werner wird es wieder überdramatisiert. Unnötig. Lass den armen Mann doch in Ruhe. Einfach Beyblade. Bisschen auf der Stelle drehen. Nur Manuel Neuer, ehrlich. Nur Manuel Neuer macht sowas. Das ist ganz bitter. Oh.
Boah, der Torwart hat ihm auch dick irritiert, ne, der Arme. Er hat gar nichts gemacht. Das war ehrlich hammerhart, Digga. HSV! HSV hat so eine Completion geschafft. Das erste, was ich HSV irgendwo sehe, zwar mit dem Eigentor, aber trotzdem. HSV ist mit dabei. Lagen einfach bis zur 91. Minute 3-0 vorne. 91. das 3-1 kassiert. 92. das 3-2 kassiert. Und 93. hat der Schiri zum Glück abgepfiffen, hat 3-2 gewonnen. Aber trotzdem. Der war geisteskrank. HSV! Da sind wir doch. Und zack, direkt 5 Sekunden später. Let's go. Und am Ball vorbeitreten. Alles gut, Jungs, alles gut. Sieg ist Sieg. Danke. Oh. Der war auch Legende. Oha. Er wurde einfach... Oh mein Gott. Er hat einfach eine Flasche... Nee, das war wahrscheinlich einfach ein Glas, ne? Aber also ein Becher, Plastikbecher. Aber trotzdem voller Plastikbecher. Tut geistkrank weh. Boah! Und der saß auch richtig. Der saß, ey. Hä? Was bin ich sehend? Digga, wenn Verteidiger dribbeln wollen, ne? Wenn das schief geht. Das tut einfach weh, da hat man Frust. Das habe ich noch gar nicht gesehen, ey. Aber es ist einfach Union in der Saison. Bei denen geht alles. Oh, immerhin kein Gegentor, aber trotzdem. Ah, ist so ein Basic-Eigentor. Wenn der scharf vors Tor kommt, passiert sowas. Ja gut, aber wenn... Ist das der gleiche? Dann darfst du nicht noch so einen Assist geben. Eigentor plus gegnerischen Assist quasi, das ist Quatsch. Ey, viele Bundesliga-Clips auf einmal. Normalerweise sieht man die Bundesliga uns auch nie in solchen Compilations. Hat doch den ganz einfachen Grund, dass diese Clips von der Bundesliga meistens gesperrt werden und Kanäle dafür rasiert werden. Was gucke ich mir gerade an, Mann? Das ist quasi ein Video, das mein Kanal bumsen will. Shit. Skandal, Wir tun einfach so, als wäre es nicht die Bundesliga gewesen gerade. Und ich hoffe, das fällt niemand auf. Hä? Digga, ist er blind? Er hat doch die Schiri gesehen. Was geht bei ihm, Digga? Der hat dem Schiri einfach eine Schulter gegeben. Lol, er war endsauer auf ihn. Wahrscheinlich wurde irgendwas nicht gepfiffen. Er hat so Frust gehabt, er haut ihn erstmal um. Das ist der geisteskrank, ey. Ja, gib ihm, Digga. So was darfst du nicht machen, jetzt recht in der Premier League. Das kannst du in der Kreisliga machen, weil dir dann einer das Bein bricht. In der Premier League ist es genauso. Da haben die Gegner auch direkt Frust. Eine Sekunde später, bab, weg mit ihm. Ich sage, ey, ich finde sowas aber lustig, wenn Leute mal zwischendurch einfach jonglieren. Mal ein Rainbow machen. Manche nennen das respektlos, ich finde das unterhaltsam. Sag ich ehrlich, ich finde das unterhaltsam und lustig. Aber trotzdem wird man dafür immer direkt getreten. Das ist ein... Das ist Grundgesetz quasi im Fußball. Das ist einfach so. Boah, mit Verletzten und allem. Okay, ja, aber hey, waren lustige Momente.